Was Jones? Jan hat dann sehr viel so Runderes. Soll ich mich jetzt schon mal los? Ah, oh, es war schön, dass du da warst. Geil, Mann. Und ja, viel Glück bei Kater, ne? Grind mal ein bisschen. Ja. Bis Nedo. Bis Nedo. Bis Nedo. So richtig, ich liebe es so, bessere Spieler so, so zu behandeln, als wären sie so mein Padawan. Ey, komplett. Apropos Padawan, ich gucke gerade Star Wars mit meiner Freundin, ne? Ja. Ist der Wahnsinn. Ist geil, oder? Wir gucken das einfach, wir slandern die Filme so richtig hart nebenher. Hast du so eine Freundin, mit der man schlechte Filme gucken kann und dann kann man sich drüber lustig machen? Ja. Weil das habe ich nicht und ich regrette es natürlich regelmäßig. Meine Freundin ist so, den Film will ich nicht sehen, der ist so mit so Männern in Anzügen und Amerika-Flagge. Und ich bin sie aber... Men in Black? We watch it ehrlich gesagt... We watch it ironically. Nein, wirklich. Die überleg mal, in wie vielen Filmen es nur so um so Männer in Anzügen geht und wenn du die kategorisch nicht sehen willst, was ich echt verstehe, dann sind viele Filme raus. Das ist total schade. Ich war so, ey, lass doch so nochmal so irgendwann so, nicht House of Cards, aber irgendwie so, keine Ahnung, es gibt so super viele Filme, wo es nur darum geht und man ist so, ich finde den eigentlich ganz cool und dann ist meine Freundin so zurecht und der Film ist scheiße, glaube ich. Und ich so, ja, ich mag schlechte Filme. Und wenn sie das, kann sie nicht nachvollziehen. God bless her. Und deswegen gucke ich auf einmal nur noch so gute Filme. So Wes Anderson. Hast das du aber auch French gut. Dispatch geguckt? Mega gut gewesen. So sehr. Ja, das ist tatsächlich einfach so viel besser als ein schlechter Film. Wirklich so no-brainer. Gehst du mal so, Moment mal, was mache ich hier, Digga? Oh! Nice. Was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Ja, ja, wirklich. Der Film ist auch noch 3 Stunden lang, gefühlt. Und man ist so, okay. Ist einfach gutes Fernsehen. Ich glaube tatsächlich, der Name der Person neben mir wurde schon ein paar Mal gesagt seit... Das ist Juggle, was soll das? Schade. Michele. Ich bin's. Michael. Michael. Hey, wie so oft Michael. Michele hier. Hey, V-Soße. Hey, V-Smash. Hey, V-Cancel. Hey, Atzen. Malek, der auch nicht weiß, wer ich bin... Ist so okay. Fein, der Typ. Michele. Ja, Mann. Wahrscheinlich war Heide gerade so kurz weg und hat sich gefreut. Also, Können wir denn bitte jetzt endlich das Rätsel auflösen? Das ist doch spannend. No way. der Typ. Yo, Michele. Stark, Heide. Bin stolz auf dich. Sehr gut. Heide, in welches Harry Potter Haus tust du Konstantin? Verlag. Wir müssen es. Ja, Malek, Mann, komm vorbei. Komm vorbei, wir spielen, es wird großartig, wir kommentieren. By the way, wir haben einen Clip-Button. Oh, wir haben einen Clip-Button? Malek übrigens positiven Rekord über mich im Tournament. Oh Gott, wer hat das nicht? Jesus. Ist er gut? Nee. Shit. Das war auf TSU über 2015. Hat er mich im PM. Das war witzig, in Melee hat er mich outplaced. Tja. Und in PM hat er mich besiegt. Tja. PM ist so richtig weird. Hab so einen PM-Player fast bei The Awakening gewonnen, einfach mit a random Pikachu. Oh mein Gott. Ich bin leider zu neu in der Szene, um so PM jemals richtig probiert zu haben. Okay, das ist schon ich weiß, Leute feiern das ja, total. Ich hab das auch auf ja, aber ich bin jetzt auch das Gefühl, ich kann es nicht spielen, so wie Rivals. Ich bin immer so, oh. Ja, aber es lohnt sich nicht wirklich. Ich hab nicht den Headspace, es tut mir leid. Das Geile gerne. Bei Rivals ist einfach, dass die... dass die Entwickler einfach Geld in die Hand nehmen für Turniere und so. Okay, das ist tatsächlich cool. Ich erinnere mich daran, als Rivals neu war und auf Reddit so gepostet wurde, wie sie so noch entwickelt und es muss richtig Spaß gemacht haben. Und es hat auch Steam Workshop. Ja, das ist ganz cool, das stimmt. Und die haben 3 Charaktere hinzugefügt von Steam Workshop. Okay. Von irgendwelchen Fans, oder wie? Ja, und die haben auch Geld bekommen dafür. Ich bin tatsächlich Ravenclaw laut Test mehrmals. Okay, ja, das macht Sinn, oder? Konstantin hat so ein Background in den Filmen und er ist auch so ein good-looking Ravenclaw-Bastard. Hast du den Expensive Petroleum Junk gesehen? Der so überlangt ist. Er ist so solid. Hat Putin mit dem Zauberstab, oder wie? Ja, ich glaube, es ist einfach so Harry Potter halt, aber es ist so der Expensive Petroleum. Wir sind Full Circle gegangen mit so den Ukraine-Krieg Harry Potter vergleichen. Das war übrigens tasteless und ich apologize. Aber andere Leute, die mich kennen, wissen. Du bist Taste ist nicht garantiert beim Juggeln. Oh! Übrigens, Maxi nennt mich immer jetzt den Judo-Meister. Sorry. Wie viel steht's denn? 1-0, ne? 1-0, ja.
Das ist ein gutes Match. Mega. Bam! Also, Maxi auf jeden Fall letztes Match sehr dominant, aber ich glaube, Jan hat ja letztes Mal gegen Pasek schon sehr gezeigt, was er gegen Fox kann. Pasek wird schnell nervös, ist mein Read. Pasek spielt halt natürlich total gut, wenn er so comfortable ist. Oh! Was war das? Invisible Ceiling? Nein, das war ganz komisch. Da hat er aber auf jeden Fall auch... Oder das war einfach so Hindi. Malek will, dass Jan es schafft. And as we say it. Ja, Malek ist tatsächlich auch mal Schiller Gümmes gewesen. Oh mein Gott. Für so, ich glaube, 1-2 Jahre oder so. Dann musste er wechseln, weil ich weiß gar nicht, was passiert ist. Oh Gott. Malek, sag mal. Ich weiß nicht, ob es wegen Stress war oder so. Aber ich kann mir vorstellen, dass es wegen Stress war. Nee, ich glaube, Twitch-Subscription kann man nicht, oder? Und schnell absetzen? Kann man nicht. Quatsch. Das glaube ich ja nicht. Jo, okay. Jan? Twitch gibt ja auch immer schön alles am Amt ab nieder. Man muss ja Steuer-ID eingeben als Streamer. Das heißt. Oh! Oh! Sorry. Ich sollte hier raus schreien. Das ist viel zu nah an den Leuten dran hier. Vor allem, wenn er so uproht und Maxi ist nicht die Ei, das ist so. Wir alle hassen diese Kombo, wir wissen das. Ich finde die super. Tschüss, Heide, die uns nicht hört. Sie hört nichts mehr, sie kann nur noch lesen. Take care, brush your hair. Das ist ein geiler Spruch. Wer hat das gesagt? Malek. Malek. Das ist tatsächlich ein guter Tipp. Danke, danke. Oh! Oh, schade. Why do you suck? Das war aber schwieriger Rest, würde ich sagen. Maxi weiß, dass das ein schwieriger Rest war. Der hat den sicher auch nie geschafft. Oh, Grüße von Dennis. Hi Dennis! Hi Dennis! Schön die Rolle gemütet. Wieso? Nein, das ist nicht Dennis, ich. Hi Dennis. Wovon redest du? Hi Dennis. Hi Dennis! Hi Kevin! Das mache ich mit einem Freund namens Kevin immer, wenn er. Ich glaube, das macht jeder mit jedem Freund namens Kevin immer. Ja. Ich habe keine Freunde namens Kevin und das ist beide sein. Ich habe keine Freunde. Die Kevin heißen. Mikey! Oh, er ist da! Nein, ist direkt da. Nice. Ich wiederhole, ich habe keine Freunde, die Kevin heißen. Ich glaube, es gibt zwei Wünsche, die ich in meinem Leben habe. Das ist Benno beim Weekly und Kevin beim Weekly. Mann, Benno und Kevin. Junge, Kevin, komm mal wieder her! Please. Kevin ist auch jedes Mal beim Weekly dabei. Er ist so ein stabiler Atze. Mikey hat seinen Soulmate getroffen, der heißt Subscribey. Zusammen haben sie das Team Likey und Subscribey. Und sie spielen sehr gut Doubles. Nur noch Doubles online. Ich glaube, Kevin war sogar, also Likey war bei mir in der Schule. Oh! Ja, wer mit wem in der Schule war, ich sag das jetzt nochmal so als Außenstehender, ist wirklich nur cool für die Leute, die auch auf der Schule waren. Ja. So Schiller Gümmes interessiert mich, glaube ich, echt wenig. Schiller Gümmes sollte uns alle interessieren. Never been to this place. Schiller-Gimmes sollte ein Thema für alle sein. Aber wo war dieses Schiller-Gimmes? Am Ernst-Reuter-Platz. Am Ernst-Reuter-Platz. Ah, ja, okay. Wieso kann man Schiller-Gimmes und NRW-Mann sein? Das stimmt, da passt irgendwas nicht. Wieso, kann man einfach kein Turnier im Schiller-Gimmes machen? Ich hatte es tatsächlich mal gefragt. Ja? Als ich noch da war, weil ich so, ey, kann man hier eigentlich die Halle, so wäre das erlaubt? Alle Lehrer haben mich gehasst. So, Konstantin, lern erstmal. Hier. Hab ich doch. Also hab ich nicht, aber... Oh! Größter Drecksschrott, sag mal. Größter Drecksschrott. Schiller-Gimmes. Klingt so von allem. Ja, aber das kommt doch von der Person, die da rausgeschmissen wurde, to be fair. No, also no hate, so. Ich stimme ihm auch ein bisschen zu. No disrespect. Aber oh, schön, ja. You had to graduate to get it. Jan, bisschen am Durchdrehen hier gerade. In Münster gab es auch ein Schiller-Gymnasium. Und ich erinnere mich daran, dass sie den Abispruch hatten, 13 Jahre Stoff, Schiller war Dichter. Also das war dann so, haha, Dichter, wegen, sie haben mehr geraucht. Und deswegen habe ich alle Leute vom Schiller-Gymnasium in Münster aus Prinzip gehasst. Und richtig cool, also da hat jetzt so niemand so bewiesen, dass er das verdient hat, von mir cool gefunden zu werden. Und deswegen habe ich das auch nicht. Oh Gott! Oh Gott, schöne Tomahawk. Grab? Grab? Ins Grab mit dir, ey. Ich nehm's zurück, ich möchte heute doch nicht gegen Jan verlieren. Doch. Habt ihr nicht schon gespielt? Hey, Jan muss Dritter sein. Das ist sein Name. Das ist Maxis Aufgabe gerade, ja. Ich glaube, das wird ja nicht so gut. Oh! Hast du das gesehen? Reverse Fair Forward Smash? Maxi! Er hat Duraki Walljump gemacht into Up Smash. Up Air. Mies. Das war abgefahren. Klasse. Klasse. Großartig. Sehr interessante DI gerade eben. Den, ja, ne? Auf den Jab.
Achso, nee, ich dachte, du meinst die Abspeisch-DA. Nee, ich meinte den Jetfire. Okay, ist so hinter ihm gelandet, in so einer Distanz, wo es aussah, als hätte er geabsmashed werden können, aber ist er nicht. Der Ballon wiegt nix. Das Pummeluft langsam manchmal. Oh, wow. Das war der Wahnsinn. Pummeluft hat krasser Müllcharakter. Richtiger Käsecharakter. Wann war eigentlich Leinke das letzte Mal bei Diego? Also sehr lange her. Also das letzte Mal. Ich weiß, dass er bei End of the Line dabei war. Ja. Echt? Okay. Okay. Das heißt, da war das wahrscheinlich das letzte Mal, oder? Ich habe mal gegen Leinke gespielt und ich glaube, ich habe sogar Game 1 gewonnen. Oder ich weiß nicht, ob ich das Set gewonnen habe. Und er war so richtig so, dieses Game ist so dumm. Ey, wie? Based. Oh, wirklich no. Based. Wirklich true. Sorry, ich hab die Flasche hier umgekickt. Wenn ich aufstehe, mault sich konzentrieren neben die Kommode. Zicki! Ja, ich hab wirklich. Er hat so ein bisschen von der Persönlichkeit. So, oh. Was ist Flash Talk vielleicht angeht? Ich hab mich sehr gut mit ihm verstanden, die Male, wo wir uns unterhalten. Ja, super Typ auf jeden Fall. Based. Er war einfach so ein bisschen so ein Shit-Talker halt. Aber das war auch witzig. Ja. Er hat auch so Benno-Energie, oder nicht? So ein bisschen. Nee. Er ist bei mir schon so. Er ist so Benno, wenn Benno sehr, sehr laut wäre. Schon ein sehr hohes Kompliment. Aber ich glaube so, ich meine gar nicht so charakterlich, sondern ich meine so, was so die Opinions angeht. Weil schon auch immer so im Falcon Ditto mir, während wir gespielt haben, so erklärt, warum es ein dummes Matchup ist. Und das verbinde ich irgendwie mit Rivka. Immer so, siehst du, das meine ich. So, Mann, was soll ich hier machen? Stop me. Ah, Maxi. Aber ich habe ihm geschrieben irgendwann, schon post-Corona, also im letzten Jahr. Und er meinte, ja, irgendwann, aber jetzt gerade hat er das nicht. Er muss ja mit Arbeit machen. Ja, Smash vielleicht nicht die optimale Wahl. Ja, Benno hat wirklich Wichtigeres zu tun. Er ist so ein bisschen so Bundeskanzler. Pfeifen sind nur beschissen. Wie lustig wäre es eigentlich, wenn so einer von uns am Ende Bundeskanzler wird? Ja. 30 Jahre oder so. Benno wird Kanzler. Ich würde ihn wählen. Nicht ich? Ich würde ihn wählen, wenn er CDU wäre. So. Mir egal. Junge. Was für ein Knopf hast du gerade gedrückt? Den Clip-Knopf. Den Clip-Knopf. Du hast genau dann gedrückt, als Jan einen Second Rest gemacht hat. Ich wollte eigentlich seine Aussage. Wir nehmen beides. Aber das war. Die Aussage war so gut, dass der Clip geht viral wegen dem Rest. Und hier, das ist jetzt. Hat Jan die Chance, seinen Freitag zu brechen? Nein. Ist das vielleicht? Rest! We love it! Jan, famously. Oh nein, er hat seinen Jump gecatcht. Ich finde mal richtig geil. Ich finde richtig geil immer damals Benno, wenn er gegen Puff gespielt hat. Ja, Benno ist mad. Benno ist immer Puff. Let's go! Mad, weil let's go! Oh. Let's go! Oh Mann. Der billige Edgeguard, los geht's! Das ist right. Grab ihn! Maxi auch nicht richtig in Bewegung gerade. Er ist immer so ein bisschen zu sehr anders. Maxi kocht, guck. Maxi muss jetzt anfangen zu kochen, sonst wird das nichts mehr. Sonst verbrennt die Suppe. Maxi ist richtig so ein horizontaler Spieler. Weißt du, was ich meine? Absolut überhaupt keine Ahnung, was du redest. Okay, er ist einfach so links, rechts, so ein richtiger Zoomi. Das ist so voll. Aber so, ich habe nicht so Angst, so über ihm zu sein immer. Weil, aber er ist so richtig ground-based. So, siehst du? Ich bin dann smash dir. Ja, das war gut. Wo du davon redest. Der Arschtritt, der Vorurteil, ja, ne? Also ich bin relativ jumpy und deswegen kann ich ihn ein genau. Und die Airplanes von Maxi tun richtig weh. Oder Waveshines, die sind so richtig brutal. Aber das sieht halt gerade so echt so aus, als würde Jan gerade noch von komm, Jan passiert aus seinem Tackle raus. Keine Liegestütze. Imagine, dann so richtig genervt Liegestützen machen, wenn du so ein im Upset geforstockt wird. Das ist so ein Fuck, Mann. Das wäre schon rough, ja. Mach keine Liegestütze, ich hab was mit dem Ellbogen. Oh shit, da muss ich ja jetzt gegen Jan gleich. Fuck. Abwarten. Da muss ich das Weekly verteidigen noch von noch einem Sieger. Noch ist diese Suppe nicht ausgeschlürft. Maxi macht das. Also Maxi hat ja auch schon gewonnen, stimmt ja. Let's go. Ja. Ja, der Grab wär's gewesen. Der das war aber auch so ein richtig krasses Set, wo Maxi gegen Mario ja, das war der Wahnsinn. Mhm. Das war wirklich gut. 10 Games. Nee, Jan ist, glaube ich, gegen Fox gerade, hat er so seinen. Ja! Wer hat denn das Herz der Karten? Da! 40 BPM oder so. Fox hat dann heute gespielt. Gegen genug? Nein, warum hältst du dich auf die Lösung? Oh mein Gott. Wow, Gott. Wahnsinn. Jan den Curse. Wie war's? 3-1? 3-1.